Anfang September war ich mit Sebastian 3 Tage auf der Ruhr unterwegs. Wir sind Freitagnachmittag in Hattingen am Steg nähe der Schleuse gestartet und in 3 Tagesetappen bis nach Duisburg gepaddelt. Den ganzen Sommer über hatte es so gut wie gar nicht geregnet. Nun ja, das sollte sich an diesem Wochenende ändern. So, nach einer halben Ewigkeit kommen wir jetzt hier in Hattingen endlich los. Den einen oder anderen Schauer haben wir schon abgekriegt. Und jetzt haben wir direkt am Anfang die Bootsrutsche in Hattingen. Das verspricht schon mal spaßig zu werden. Um die Tour bei mäßigen Temperaturen nicht komplett durchnässt zu starten, hat Sebastian sich mit seinem offenen Boot zum Treideln entschieden. Ich dagegen, ausgestattet mit Verdeck und Spritzschürze, wollte mir den Spaß der Bootsgasse nicht entgehen lassen. Das ist auf jeden Fall Gewitter. Das ist doch Gewitter, ne? Na super. Jetzt gehen wir erstmal runter. Jetzt bin ich hier, jetzt fahre ich auch die Bootsgasse Hatting. Im Gewittersturm. Ja, das weiß ich auch nicht. Nein. Dann machen wir jetzt. Wasser erstmal, ne? Ja. Oder man weiß auch nicht, ob da jemand über die Brücke rumpelt oder ob es donnert oder. Da hinten ist auf jeden Fall gut und da wollen wir hin, das passt ja schon mal. So, machen wir nichts dran. Müssen wir jetzt schnell paddeln, damit wir warm bleiben. Wenn du so in die Bäume guckst, dann siehst du aber auch immer noch vom letzten Hochwasser, wie hoch ja. Das hier stand. Ja, das stimmt. Hängt hier immer noch rum. Das ist ein Fundstück. Emscher-Mündung. Wahrscheinlich ist die Emscher jetzt abwasserfrei, weil alles in die Ruhr geleitet wird. Boah, stinkt das nach Kloake. Also dagegen war der Wader ja ein Kurgewässer hier. Heilbad. Genau.
dampfter Wald. Ja. Solange er dampft und nicht brennt, ist ja alles gut. Die Strecke zwischen Hattingen und Bochum-Dahlhausen ist anfangs sehr abwechslungsreich und hält neben der legendären Hattinger Bootsgasse noch ein paar Schwelle bereit. Danach fließt die Ruhr ein längeres, gerades Stück in langsamer Geschwindigkeit dahin. Spätestens mit Erreichen der Pontonbrücke liegt dann jedoch die Bootsrutsche Dahlhausen in greifbarer Nähe. Und auch wenn diese deutlich gemäßigter ausfällt als die vorherige, so ist sie doch eine willkommene Abwechslung. Und selbst das sind so 49,5, ne? Dann haben wir jetzt noch 7 Kilometer und ein bisschen. Ja, wie spät haben wir es denn jetzt? Ah, 19 Uhr gleich. Also das kriegen wir wohl hin. Gefühlt liegt die komplette Ruhr leider in der Einflugschneise des Flughafens Düsseldorf. Und wenn gerade mal kein Flieger kommt, dann geht halt irgendwo eine Hupe, ein Martinshorn oder sonst was. Wir sind halt mitten im Ruhrpott. Ist dir eigentlich den Kopf eingecremt? Bei so viel, ob du dir den Kopf eingecremt hast, bei so viel flüssigem Sonnenschein? Am Wehr Essen-Stehle-Horst folgt die nächste Bootsrutsche. Diese muss mittels Kette angefordert werden. Im Gegensatz zu den Bettelampeln für Radfahrer und Fußgänger an normalen Straßenkreuzungen empfinde ich diese Ampel allerdings nicht als nötigend. Aber ich schweife ab. Funktioniert? Ja, zumindest jetzt rot. Boah, ich weiß nicht, ob da was drin liegt. Das gucke ich mir doch noch mal vorher einmal an. Ne, da ist aber nichts. So, jetzt haben wir noch eine Bootsrutsche direkt vor dem Ziel. Ja. Ja, das ist in der Tat selten schön hier. Ich weiß ja nicht, ob das aus Glas ist oder irgendwas. Normal, irgendwie alles wird kaputt gemacht, ne? Aber so hässliche Kunst. Voraussichtlich, in weiser Voraussicht aus Panzerglas hergestellt. Wobei, da ist irgendwo ein Loch drin in dem weißen. Aber da hinten fehlt auch eins. Ja. Nee, ich finde, sollten auch alle Strommasten so aussehen. Dann wäre die Welt ein Stückchen besser. Mittlerweile war die Sonne untergegangen und wir mussten uns sputen, um an der Bootsgasse am Wehrstehle überhaupt noch etwas zu sehen. Wobei die Kamera es mit der Dunkelheit, vermutlich aus dramaturgischen Beweggründen, hier etwas übertreibt. So, was ist denn mal mit Grün? Bitte.
Nach dem Wehr mussten wir noch ein Stückchen rechts im Kraftwerkskanal gegen die Strömung ankämpfen. Dann hatten wir schließlich mit den allerletzten Strahlen Tageslicht unser Ziel, den Steeler Kanu Club, erreicht. So, geschafft. Wenn ich mir das so angucke, ne? Das Wurfzelt hier rein, wolltest du, oder? Also ich stelle ja, hier. Wurfzelt habe ich nicht bei, aber trotzdem, das kriege ich hier rein. Ich stelle mich dann hier direkt davor. Nach dem Zeltaufbau kümmerten wir uns um unser leibliches Wohl, bevor es dann später in die Koje ging. Wir wollten ja schließlich fit für den zweiten Tag sein. Der nächste Morgen machte da weiter, wo die Nacht aufgehört hatte, mit Regen. Viel Regen. Wie geplant hatte ich mein Zelt im Materialpavillon aufgeschlagen. So konnte ich mein Zeug im Trockenen einpacken. Das hat doch geklappt. So, wir sind jetzt bei Kilometer 42,2 gestartet. Fahren jetzt gleich noch über den Baldeneysee, dann kommt das Wehr in Essen-Werden, dann das Wehr in Essen-Kettwig und kurz hinter der Ruhrtalbrücke werden wir dann das nächste Nachtlager aufschlagen. Das sind ja knappe 25 Kilometer, das sollte recht gemütlich zu schaffen sein. So, wir sind jetzt hier vom Baldeneysee unter der Brücke B227 und gerade hat es viel geregnet. Das haben wir ein bisschen abgewartet und ich habe jetzt hier eine Möglichkeit gefunden, trockenen Fußes mir die Beine zu vertreten. Als der Regen weniger wurde, sind wir weitergefahren. Aber kaum waren wir wieder unterwegs, kam der nächste Schauer und wir suchten Zuflucht unter der nächsten Brücke. Auch hier warteten wir geduldig den Schauer ab, ehe wir weiterfuhren. Und dann, ach, seht selbst. So, jetzt haben wir natürlich keine Brücke mehr in der Nähe. Und jetzt geht es gerade richtig los hier. Ja, sicher. Vielleicht noch ein bisschen Hagel dabei oder so. Ah! Auch ist blauer Himmel. Voll da. Da, ja, da. Blauer Himmel. Man kann blauen Himmel sehen. Es soll nicht viel regnen. Nein. Das reicht nicht für die Böden. Scheiß auf die Böden. Regen von unten, Regen von links, Regen von rechts, Regen von oben. Warmer Regen, trockener Regen, nasser Regen, kalter Regen. Den Baldeneysee haben wir jetzt fast geschafft, noch, also nicht 400 oder 500 Meter. Da vorne kann ich schon das
das Wehr essen werden sehen. Und da müssen wir dann umtragen. Das ist ganz interessant, da trägt man irgendwie in einem Tunnel durch das Wehr durch. Ja, das war das Wehr in Essen-Werden. Jetzt haben wir 21,6, 29,3. Ja, 8 Kilometer. Bisschen weniger. Bis zum nächsten Wehr in Kettwig. Oh, guck mal, bis da oben muss das Wasser gewesen sein bei der Flut. Heftig. Lustige Dinger dabei. Ja, jetzt wieder einmal schön klitschnass geworden. Die Jacke ist wieder durch. Alles ist wieder feucht oben rum. Heute Abend sehe ich wahrscheinlich aus wie so eine aufgedunsene Wasserleiche. Bisschen Gegenwind, wie immer. Geht's weiter nach Kettwig. 4 Kilometer, 3. Das Wehr in Kettwig kann auf der linken Seite gut umtragen werden. Während der 170 Meter muss man ein Stück Straße entlang. Der Gegenverkehr stellt aber kein Problem dar, da die Straße nicht wirklich stark befahren ist.
Tschüss. So, das haben wir auch geschafft. Jetzt waren noch knapp 4 Kilometer. Mein Kilometerstand 17,1. Und dann haben wir das Nachtlager erreicht. Hoffentlich bleibt es trocken bis dahin. Ich habe nämlich echt keinen Bock mehr auf Regen. Aber hier an der Promenade ist doch die Oma mit dem Rollator gelaufen. Hier ist ja aus der Schleuse so viel Wasser abgelassen worden. Mit dem Eskargos, ja, genau. Wo die uns mit dem Rollator überholt hat, ja, stromaufwärts. Ja, es bleibt natürlich nicht trocken. Bis zum Nachtlager. Nein. Hinter der Ruhrtalbrücke kommt ziemlich bald auf der linken Seite die Kanugesellschaft Haus Krohn, welche auf dem Campingplatz der Campingfreunde Haus Krohn ansässig ist. Wir haben uns zuerst vom geschlossenen Entenschutzzaun beeindrucken lassen, sodass wir am Ende ein kleines Stückchen zurück flussaufwärts paddeln mussten. Gestärkt haben wir uns im 800 Meter entfernten Restaurant Artemis und uns anschließend noch etwas unter das kleine, aber feine Zeltvordach gesetzt. Danach war wieder Schlafen angesagt, in der leisen Hoffnung, dass es zumindest am dritten Tag mal trocken bleibt. Der dritte und somit letzte Tag begann zwar nebelig, aber trocken. Selbst beim Abbau und Boote bepacken fiel kein einziger Tropfen. Positiv gestimmt fuhren wir also los. Ja, jetzt haben wir kurz nach 10. Heute fahren wir bis Duisburg an der Ruhrbrücke. Das ist zwischen der Autobahnbrücke A3 und A59. Da werden wir dann die Tour beenden. Wir haben zwei Schleusen. Einmal die Schleuse in Wilhelm und dann Duisburg-Raffelberg heißt sie, glaube ich. Und das sind nur so 10, 11 Kilometer, glaube ich, insgesamt. Also ganz entspannt. Ein bisschen sonntags paddeln und dann werden wir da in Duisburg abgeholt und fahren zurück nach Bochum bzw. nach Hattingen zum Auto. Vor 2 Minuten sind wir losgefahren und jetzt regnet es natürlich wieder. Endlich wieder Regen. Trotz des eher bescheidenen Wetters waren in Mülheim jede Menge Ruder- und Drachenboote unterwegs. Hier ist sie doch, die Tomate. Müsste ich ja eigentlich einen Kaffee trinken gehen mit dem Boot. Aber ich trinke leider keinen Kaffee.
vorne ist die Schleuse Kahlenberg. Ja, da ist ziemlich Luft zum Umfragen. Der Ausstieg ist etwas blöd und wir haben gerade an der Schleuse angerufen und der Schleusenwart war so nett und lässt uns dann gleich, oder schleust uns gleich mit zu Tal. Dann haben wir uns eine Umfragung schon mal gespart. Extra für uns wird die Schleuse hier angeschmissen. Für 3 Euro kostet der Spaß. So, das war die Schleuse Mühlheim. 12,6. Jetzt haben wir noch 400 Meter und ab da vorne auf der Brücke ist die Ruhr eine Bundeswasserstraße. Deswegen haben wir auch heute Morgen schon die Bootsnaben dran gepackt. Haben Sie sich für diese Brücken in Mühlheim haben Sie sich echt eine schöne Farbe überlegt, ne? Guck mal, wie schön dieses Café die Farbe der Brücke aufgegriffen hat im Branding. Bitte? Wie schön dieses Café die Farbe der Brücke aufgegriffen hat im Branding. Das ist hier alles aus einem Guss. Mühlheim, du türkise Stadt. Kilometer 11,608 unter der Konrad-Adenauer-Brücke durch und jetzt hier die Grenze für die Großschifffahrt. Also ab hier können uns jetzt die richtig großen Kähne begegnen. So, hier Ruhrgebiets-Idylle pur. Mesopotamischer Brennofen, wo ich die Keramik dran wirkt. Ja, ich komme nicht an diesen Konto abzunehmen. Dann läuft alles rein, ne? Nee, aber es fängt wieder an zu regnen. Ach so, naja, ich glaube. Guck mal, so ein bisschen Strömung ist hier, ne? Oh, aber sehr dezent. Da hinten kann man schon die Schleuse Raffelberg erahnen. Ja, wir haben gerade hier in der Schleuse Raffelberg angerufen. Die schleusen uns nicht, nur motorbetriebene Boote, muskelkraftbetriebene Boote werden nicht geschleust. Also müssen wir da umtragen, aber hier gibt es glaube ich einen Steg links und unten auch wieder. Das sollte vernünftig möglich sein. Hatten ja öfter mal von den Escargots gesprochen, diesen muskelbetriebenen, pedalbetriebenen Kanalschiffen. Das sind die Dinger hier. Ja, also wer sich für so eine Tour die Ruhr hoch begeistern kann, kann ich nur empfehlen. Macht Spaß. Da vorne ist eine Kajüte drin halt, Schlafzimmer, kleine Küche. Bei der grünen Flotte.
Alles vollgeschissen. Das Tolle ist genau an der Rolle da, wo du normal richtig schöner Boot rausnehmen könntest, da ist der weiße Schiss. Deswegen, ich wollte eigentlich gerade da schon festmachen, hab gedacht, nee, kommt schon gut was raus. Und dann geschah das schier Unglaubliche. Auf den letzten 2,4 Kilometern unserer Tour riss der Himmel auf. Blauer Himmel und strahlender Sonnenschein. Welch seltener Anblick. Juhu! Was heiß! Ja, ekelhaft! Ekelhaft heiß! Der Blanko! Erstmal die Füße rausholen und dann. Von unserer Ausstiegsstelle bei Kilometer 5,2 mussten wir die Boote noch knappe 400 Meter bis zum Parkplatz karren. Dort wurden wir netterweise von Sebastians Frau eingesammelt. Ups. Fertig, Abmarsch. Ja, unser freundlicher Shuttle-Service, vielen Dank nochmal dafür an der Stelle, hat uns dann in Duisburg eingesammelt und nach Hattingen gebracht, wo ich mir die Klamotten in mein Auto geschmissen habe und jetzt bin ich auf dem Weg nach Hause. Natürlich bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein. Es hat, seitdem wir aus den Booten raus sind, nicht eine Sekunde mehr geregnet, aber so ist das. Es gibt ja bekanntlich kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Und davon hatten wir jede Menge dabei. Ja, in dem Sinne, ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen über ein Like oder sogar ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und vielleicht sehen wir uns ja dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.